Und ihr Hunde. Und all die armen Leute, die ihr verbrannt habt. Johanns Wunden. Gerald von Riva. Vorsicht! Bin ich kaputt. Oh. Auch Geld, wie? Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Wir wollen Monster töten. Ewiges Feuer, unser aller Vater, erhöre mein Beten. Erhöre meine Bitte. Auf die Knie! Vor dem ewigen Feuer! Er ist ein guter Mann, ehrlich. Das muss der Briefkasten sein. Ewiges Feuer. Du bist meine einzige. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. In so herrlicher Natur. Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln. Es reicht für alle. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Zeig doch mal.
Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Verstand wird sofort sehen, dass ich zu besten angeschlossen habe. Hilf einem armen Kerl! Ich bin alles so leid. Lassen Sie auch, Bad Gern. Hey, Halsabschneider! Hey, guck mal! Ha.
Jetzt nur noch verstecken und warten. Hier würde mich auch ein Blinder sehen. Der Tür, das beste Versteck, ein Klassiker. Woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst. Er kommt. Versteck dich. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Reine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Das Schwein. Dafür wird er bezahlen. Wo hat Menge Sigi Räubens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken?
Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Wir suchen nach Rettersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Sessler Anges. Du hast heute wirklich deine Krallen gezeigt. So siehst du es also. Ich würde sagen, heute habe ich bewiesen, wie wenig ich mich von diesen Schweinen unterscheide. Ich... Lass uns hier abhauen. Ich will nach Hause baden und trinken. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal.
Verdammter Hexenfreund! Kackärschiger Köter! Schon die neuen Schankmädel gesehen? Freiern oder nicht freiern? Das ist hier die Geschichte. Hupse! Bei den Titten einer Mittagserscheinung! Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich! Ja, bitte? Ein wenig fürchte ich mich vor ihm. Wie läuft das Geschäft? Langsamer. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Ach, Scheiße. Du Lumpenproletarier. Geralt! Rittersporn. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Es ist leider kein Scherz. Aber wir kriegen ihn da schon raus. Keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. Du musst also Dudu finden, um Rittersporn zu finden, um dann Ciri zu finden? Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ich wünsche dir viel Glück. Ich habe keine Wahl. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Er könnte was wissen. Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Alles Gute. Ja? Graf Kurt Dusart? Bist du wegen des Auftrags hier? Hm? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus, aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister. Ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Reden wir erst über meine Belohnung. Wie bitte? Du willst jetzt schon Geld? Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss mich vergewissern, dass sie meine Zeit wert ist. Ist ja ein Ding. Gerade erst in Novigrad und schon verliert er den Kopf. Na schön. Was meinst du denn, was es kosten soll?
Gut, abgemacht. Na schön, ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Getrollin? Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die... Mich betrunken machen, werter Herr? Pass auf, wo du hintrittst. Ich habe für nichts geklappt. Ah!